Jahrzehntelang sind die Kirchen offen und die Menschen wenden sich von ihnen ab. In der aktuellen Zeit, in der die Kirchen geschlossen sind, wünschen sich die Menschen plötzlich wieder Gottesdienste zu besuchen und in den Kirchen zu verweilen. Wer Lourdes besucht hat, kennt den Tourismus vor Ort und den beeindruckenden Prunk dieser Glaubensstätte. In der St. Lucia-Kirche ist das anders. Hier finden Sie Ruhe und imposante Deckengemälde, die der Pastor Christoph Merz mit einfachsten Mitteln schuf. Durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Pfarrgemeinde war er sehr beliebt und sein Temperament brachte ihm bei der Bevölkerung den Titel Ehesinniger Herr ein, also der eigensinnige Herr. In diesem Sinne war er wohl auch von der Obrigkeit unbeeindruckt. Die Leidenschaft zur Malerei war leider auch sein Tod. Er stürzte vom Gerüst und starb einige Tage später an seinen Verletzungen. Autor Christoph Wendt besuchte 36 Kirchen in der Eifel, die er als sehenswert bis einzigartige Sehenswürdigkeiten beschreibt. Und für wahr, er hat recht. Ausgearbeitete Informationen zu Anreise, Zugangsmöglichkeiten, Führungen und touristischen Empfehlungen begleiten die geschichtlichen Angaben. Die 8,5 Kilometer lange Wanderung ist kein Vorschlag aus dem Buch, sondern eine Entscheidung, die vor Ort fiel. Offen, sonnig und absolut ruhig führt der Wanderweg Nummer 10 entlang des Irsenbaches, der mit seinen Auen und Zuläufen das Tal prägt. Dieses Tal scheint unberührt, naturbelassen und ist für den, der es wahrnimmt, eine wahre Erquickung. Am Ende des Weges stehen drei mächtige und uralte Ulmen. In einem kleinen Kirchenführer, den man gegen eine Spende erwerben kann, werden die Malereien erklärt und man erhält einen Einblick in das Leben des Pastors Christoph Merz.